sind wir in einer Kfz-Werkstatt. Die Auszubildenden diskutieren ein Problem am Bremssystem des Fahrzeugs. Zur Lösung des Problems nutzen sie ein Werkstattinformationssystem. Die Auszubildenden sehen am Bildschirm Schritt für Schritt, wie sie die Bremsanlage reparieren können und machen sich an die Arbeit. Sie filmen sich dabei selbst, um später anderen Auszubildenden in der Berufsschule zeigen zu können, welche Arbeitsschritte in welcher Reihenfolge erfolgen müssen. Die Auszubildenden produzieren selbst digitale Bausteine und lernen gleichzeitig. Sie gestalten den Lernprozess aktiv mit. Mit dem Film wird im Unterricht weitergearbeitet. Das Besondere am Vorhaben DIPAL ist, dass ein Auszubildender zum Lehrer wird, indem er mit Hilfe von digitalen Medien einen technischen Sachverhalt erklärt. Die entstehenden Bausteine werden dann im Internet auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht. Damit können Schüler und Auszubildende, die ein Thema nicht verstanden haben, zum Beispiel auf ihrem Handy nachvollziehen, was sie am Vormittag gemacht haben. Das war unsere Reise quer durch Deutschland.